Ich hoffe jedenfalls, dass er nicht zurücksetzt. So, haben wir hier diesen. Ja, da, verflucht. So, den haben wir nicht, den haben wir nicht. Den, ja, den haben wir. Invite. Den hier haben wir nicht. Nee. So, gucken wir hier nochmal. Ne, da. Niemand. Meister. Haben wir auch nicht. So. Ey. Existiert. Haus. Untergehen. So. Das Symbol. Sein, erscheinen. Niemand, alle, wenige. Das ist doch... Bestätige ich mal. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Wow. Mehr auf die Details achten. Verflucht. Sein. Verflucht sein. Alle. Entweihen. Heiligen. Heiligtempel. Sterben. Lebendig. Statue. Außerwelt. Gnade finden. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Verflucht seien alle. Entweihen heil. Oh. Warum rufen mich heute alle an? Ich mache einmal ganz kurz Pause. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt aber im Nach-Voice-Overn. Und ich habe vergessen, mein Mikro wieder einzuschalten. Toll. Ich glaube, da gehe ich jetzt gerade nochmal das durch. Verflucht seien alle, entweihen heilig, Tempel, sterben lebendig, Statue. Und jetzt ändere ich es, glaube ich, nur. Ah, nur, ja, nur auserwählt Gnade finden. Verflucht seien alle, die entweihen den heiligen Tempel. Sterben werden sie durch die lebende Statue. Nur die Auserwählten werden Gnade finden. Wunderbar. Da habe ich was Richtiges ausgewählt. Das ist nicht nur ein Kalender, sondern ein Fluch. Zacharias Greystock vom Club wurde wie vorher gesagt getötet. Unglaublich. Da konnte ich schon wieder B drücken. Mhm. Und ich glaube, hier stelle ich fest, dass ich nichts miteinander... Oh doch, ich konnte was kombinieren. Naja. Schön. Ja. Rennende Statue. Sir Charles sah die Statue von Tekun Uman wegrennen. Falschaussage. Sir Charles sah keine Statue wegrennen. Entweder er lügt. Oh, da war ich, glaube ich, schneller. Als ich es aufgenommen habe. Naja. Ich bin allzeit bereit zu helfen, Holmes. Ich habe wohl sehr lange aufgenommen ohne Mikrofon. Im Moment gibt es keinen Grund, Lestrade zu... Ja, nee, so das Strat wollten wir noch nicht. Wir möchten erstmal zur Leiche, ne? Leichen gucken ist toll. Ja. Oh Mann, ich sehe gerade, wie lange das hier noch dauert, bis ich wieder anfange zu reden. Rotes Auge. Womöglich eine schwere Infektion. Das sieht aus wie eine Schlägerei. Das war ein kräftiger Wurf. Der Speer hat den Körper glatt durchbohrt. Sieht man. Im Bericht des Gerichtsmediziners werden spezifische Schäden am Herz-Kreislauf-System erwähnt. Ich glaube, da habe ich seinen Magen wurden Spuren von Alkohol gefunden. Offensichtlich hat er vor seinem Tod noch etwas getrunken. Ja. Oh, jetzt kann ich ihn umdrehen. Genau. Oh, ein Loch. Hier drang der Speer in den Körper ein. Der Mörder zielte auf das Herz. Der Speer muss von einer kräftigen und fähigen Person geworfen worden sein. Vielleicht finde ich die Verbindung zwischen Greystock und dem Fluch im Clubhaus. Ich brauche einen Durchsuchungsbefehl. Oh yeah, den braucht man. Diese Narben sind alt.
Ah, da habe ich vermutlich wieder einen Witz gemacht. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Schön, wie es hier unten so aussieht. Jetzt habe ich geguckt, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Nee, scheinbar nicht. Oh, da liegt noch eine Leiche. Ja, ne, nochmal Leiche gucken. Nee, doch nicht. Wir benötigen einen Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Ja, sag bloß. Gut. Und jetzt gehen wir zu Lestrade. Weil der kann uns bestimmt einen Durchsuchungsbefehl geben. Klopfen. Und ungefragt eintreten. Ja, Mensch, als hätte ich das alles schon mal gemacht. Ha, ha, ha. Sollten Sie nicht an einem Ihrer Fälle arbeiten, anstatt mich hier zu stören? Auch Ihnen einen guten Tag, Inspektor. Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Durchsuchungsbefehl für das Clubhaus. Nein, nein, nein. Schade. Ah. Schlafmangel. Und weiter? Es duftet. Uiuiuiui. Oh, Robin. Handschrift einer Frau. Brief von der Familie Robin. Was haben wir da? Ein Stift. Ist egal. Gut gelaunt. Kopfschmerzen. Kater. So, was haben wir denn noch? Oh la la. Was sehe ich denn da? Ein bisschen Wein. Uiuiuiui. Und lag ich richtig? Ich glaube ja. Erstaunlich. Lestrade ist übermüdet. Er hat in der vergangenen Nacht schlecht oder wenig geschlafen. Er hat Wein getrunken. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Dass er seine Waffe putzt, zeigt, das dass ist er aber gut gelaunt ist. Ich habe jetzt gerade gar kein Audio aufgenommen. Oh, da geht schon wieder los. Mist. Lestrade ist übermüdet. Er hat in der vergangenen Nacht schlecht oder wenig geschlafen. Er hat Wein getrunken. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Dass seine Waffe putzt, zeigt, dass er gut gelaunt ist. Er hat ein Taschentuch als Andenken, das nach Frauenparfüm duftet. Mrs. Robin, die Frau eines britischen Abgeordneten, könnte ein Grund für den momentanen Zustand von Lestrade sein. So. Ich brauche immer noch einen Durchsuchungsbefehl. Das habe ich. Ja, alles klar. Ja. Da ich nicht ins Clubhaus kann, brauche ich eine andere Beschäftigung. Ach, wissen Sie zufällig, ob Sir Robin in der Stadt ist? Keine Ahnung. Und wie um Himmels Willen kommen Sie darauf, dass ich das wissen könnte? Nun, ich hatte da mal einen Fall. In dem ging es um einen wollüstigen Inspektor. Nein, Sie irren sich. Da ist nichts Unehrenhaftes. Ach hier, nehmen Sie Ihren Durchsuchungsbefehl. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Er hat sich geweigert, Ihnen den Durchsuchungsbefehl zu geben? Oh nein, ich habe ihn bekommen. Ich brauche Sie jetzt eine Weile nicht, Watson. Bis später. Wie nett ich doch bin. Wie haben Sie eigentlich den Durchsuchungsbefehl bekommen? Das ist nicht wichtig. So. Okay, Durchsuchung. Aber erstmal reisen wir zu Baker Street. Da möchte ich nämlich noch das Zeichen untersuchen. Im Archiv. Und ich freue mich gleich schon auf die Nachbearbeitung von dieser Aufnahme. Da darf ich nämlich 5 Minuten nachbearbeiten mit Ton. Na toll. So. Gucken wir uns das doch mal hier im Archiv an. Zeitungen? Nein. Forschungsberichte. Könnte er sein. Zeichen und Symbole. Orden und Medaillen. Göttliche Gesellschaft. Religiöse. Göttliche. Nicht das, was ich. Religiöse? Nicht das, nein, was ich benötige. Nee. Verzeihung, da musste ich immer ganz kurz niesen. Uiuiuiuiui. Okay, vielleicht Gifte und Toxine, Chemie. Nee, das wird nicht hierbei sein. Das wird nicht bei den Zeitungen sein, sondern vielleicht hier in den Enzyklopädien. Geschichte. Maya-Zivilisation in Mittelamerika. Die Maya-Zivilisation, die ihr Zentrum im tropischen Hochland in der Region, die heute als Guatemala bekannt ist, hatte erreicht...
hatte, erreichte ihren Höhepunkt an Macht und Einfluss im 6. Jahrhundert nach Christus. Die Maya glänzten vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Töpferei, Hieroglyphenschriften, Kalendererstellung sowie Mathematik und hinterließen eine Vielzahl von beeindruckenden architektonischen und symbolischen Werken. Vor der spanischen Eroberung Guatemalas bildeten die die größte Maya-Volksgruppe. Der Name bedeutet so viel wie viele Bäume und leitet sich vom bewaldeten Hochland ab, in dem die Quiche lebten. Tekun Umán war der letzte Herrscher der Quiche und kämpfte mit seiner Armee gegen die spanischen Eroberer. In der Schlacht bei El Binar fiel Tukan Umán. Als der Speer von Don Pedro de Alvarado seine Brust durchbohrte. Der Legende nach soll Tukan Umán selbst nach seinem Tod sein Volk beschützt haben. Da, gefunden. Erstaunlich. So, hätte ich das erledigt. Und jetzt durchsuchen Sie das Clubhaus. Okay, ab zum Club. So, ich habe einen Durchsuchungsbefehl. Oh, damit kann ich nur gehen. Okay, das möchte ich jetzt gerade nicht. Ja, das habe ich abgeschlossen. Durchsuchungsbefehl holen. Clubhaus durchsuchen. Ja, da muss ich, glaube ich, mit dem hier vorne reden. Sir Charles, ich habe einen Durchsuchungsbefehl und möchte einen Blick in das Clubhaus werfen. Gut. Hier, der Schlüssel. Aber ich protestiere. Zur Kenntnis genommen. Ja, juckt uns aber nicht. Greystoke soll durch den Speer der Statue gestorben sein. So, und los geht's. Oh, wie schön, wir kommen nicht da rein. Nice. So, immer schön links rum. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Buch. Sehr geehrter Sir Charles. Charles, mein Gott. Hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass wir eine weitere Tranche auf das Konto Ihres Clubs überwiesen haben. Allerdings wurden aufgrund früherer Verzüge die Zahlungsperiode auf einen Monat und die Kreditsumme auf 1000 Pfund reduziert. Falls Sie weitere Informationen über Ihr Konto benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Direktor unserer Bank, Mr. Black, Buchhalter bei der Lloyds Bank. Okay, nächster Brief. März 1881. Juwelier Ness und Söhne. Sir Charles Jellingham. Wir bestätigen den Erhalt Ihres Verkaufsgegenstands. Ein 458 Gramm schwerer Teil einer Massivgoldstatue aus Guatemala. Aha. Wir erklären uns damit einverstanden, diesen Gegenstand zu erwerben. Der fällige Betrag wird innerhalb von 48 Stunden nach Zustellung dieses Briefes gezahlt werden. Obwohl diese Transaktion vollkommen legal ist, versichern wir Ihnen, dass die gesamte Angelegenheit vertraulich behandelt werden wird. Okay, er hat einen Teil der Statue verhökert. Er war beim Militär. Sir Charles war einst Hauptmann der Armee. Okay, haben wir hier noch was? Ja. Der 50. Geburtstag von Lord Stevenson. Und? Charles Jellingham hat eine große Familie. Unglaublich. So, haben wir noch was? Oh, wir haben noch ein Zettelchen. Post Office Telegram. Okay. Jellingham. Ich habe es hier schon vor allen gesagt. Sie dürfen den Kalender nicht weggeben. Ich will ihn untersuchen. Wir müssen noch vor der Preisverleihung darüber reden. Ich habe die anderen Personen bereits über die Sache in Kenntnis gesetzt. Zacharias Greystoke. Okay. Eine Nachricht an Sir Charles von Zacharias Greystoke, dem Opfer. Was haben wir hier noch? Oh, noch mehr Sachen, die ich lesen kann. Das finde ich sehr gut. Für Mr. Olivier, Geschäftsführer von Royal Parties. Zwecks Organisation der Feierlichkeit im Zuge der Preisverleihung unseres Bowls Clubs.
Die Bestellung für die Abendveranstaltung. 20 Kisten Champagner. Restaurantabendessen für 40 Personen. Musikalisches Ensemble für die Unterhaltung. 30 Blumenarrangements als Tischdekoration. Einladungskarten für die Gäste. Ich weiß, dass das recht kostspielig werden wird, aber bitte gewähren Sie mir eine vertretbare Frist, nach der die Zahlung erfolgen soll, wie wir das ja bereits beim letzten Großauftrag gemacht haben. Vielen Dank im Voraus. Er hat scheinbar nicht so viel Geld. An Sir Charles Jellingham von Brittany Lovelace. Und es ist die Lloyds Bank. Leitende Buchhalterin bei der Lloyds Bank. Sehr geehrter Sir Charles, unseren Unterlagen zufolge sind Sie erneut in Verzug mit der Zahlung Ihrer Kreditraten an uns. Und das zum vierten Mal. Jede Zahlungsverzögerung führt zu einer Strafgebühr von 7 Pfund und 10 Pence. 10 Pence. Nach eingehender Beratung stimmen wir Ihnen, Ihrem Vorschlag zu, einen Teil der Sammlung Ihres Clubs in Zahlung zu nehmen. Die Objekte werden in einer privaten Auktion versteigert und der gesamte Erlös wird mit Ihrem Kredit aufgerechnet. Interessant. Der Club kann offensichtlich seine Bankschulden nicht zurückzahlen.